Ihr seht mich nicht, aber ich bin trotzdem da. Im Corona-Abstand, in gebührendem Corona-Abstand. Theo, was sehen wir hier? Ich sehe wieder viele, viele Spitzen, aber wie kommen die denn jetzt zusammen? Na, das sind eigentlich schon fast so ein bisschen Objektpaare, also Paare, die sich bilden. Ich habe mal vor Jahren viel mit Objektpaaren gearbeitet, habe Dinge, die kommen, die sich finden und zusammenkommen, was natürlich in den Fotos jetzt immer noch anklingt, dieses Thema. Aber hier ist es noch ein bisschen deutlicher, dass zwei unterschiedliche Sachen, vom Wesen her unterschiedliche Sachen zusammen ein Paar bilden. So wie wir. So wie wir. Ach, ist das schön. Auf jeden Fall. Ist es hier zum Beispiel bei dem Foto, das ist eigentlich auch eins meiner Lieblingsfotos, das hat auch mal wieder einen Titel, nicht nur wieder Ochs vom Rathaus, sondern das ist hier das Turmwächters Häuslein. Das Schöne finde ich, dass diese Schornsteine, diese alten Schornsteine hier, das sind nicht einfach nur Schornsteine, sondern man hat sich Mühe gegeben, man hat das wie ein kleines, extra kleines Häuschen gemacht und hier kommt dann der Qualm raus. Das ist das, der Schornstein vom Henkersteg, also von der Wohnung des Henkers und hier drüben haben wir dann natürlich die Frauenkirche. Übrigens auch ein historischer Blick, der so gar nicht mehr möglich ist, weil jetzt hier vorne so ein bisschen schräg rüber das neue Dach von dem neuen Museum ist, was ja jetzt bald eröffnet wird. Und hier oben drüber haben wir eine Dreiergruppe, also so eine Konstellation, schon fast eine Sternenkonstellation, haben wir wieder das Rathaus und natürlich davor der schöne Brunnen. Was in dem Moment so für mich wichtig war, dass es genau in der Mitte ist und dass die Abstände genau so in der Symmetrie sind. Deswegen ist das eigentlich wie eine Konstellation von Sternen, die eigentlich nur ganz selten zustande kommt. Tatsächlich nur ein Platz auf dem Hauptmarkt ist diese Sicht möglich. Und hier ganz oben haben wir nochmal wieder so zwei unterschiedliche Objekte, die ein Paar bilden. Das ist einmal das Glockentürmchen von der Frauenkirche. Und ganz von der Seite gesehen die Lorenzer Kirche, also das ist jetzt die Nordseite, hier der Nordturm und dahinter versteckt sich der Südturm. Auch sehr schön, weil man auf diesen kleinen Glockenturm eigentlich gar nicht so sehr achtet, weil der immer so ein bisschen in der Riesenfassade, also Riesen in Anführungsstrichen, großen Fassade der Frauenkirche eigentlich verschwindet. Man muss den manchmal richtig suchen und hier ist er isoliert von der Seite, so ein bisschen herausgenommen und tritt ein bisschen in ein freundschaftliches Verhältnis zu dem großen Schwester oder Bruder St. Lorenz. Ja, das war's.